Hi, ich bin der Günther, ich komme aus der Bude. Willkommen zur letzten Folge von Okami HD. Es hat jetzt eine Weile gedauert, aber seien wir ehrlich, wichtig ist es jetzt auch nicht mehr. Wir lesen uns heute die Okami-Dämonen-Bilderrolle, den letzten Abschnitt der Geschenke, durch. Und okay, cooles Artwork und ich soll das jetzt hoffentlich nicht verstehen, oder? Er liest es ja vor, dann ist ja gut. Jetzt weiß ich's. Okay. Und labert der jetzt im Hintergrund die ganze Zeit? Gut. Grüner Teufel, dieser böse Dämon haust an Ort mit stagnierender Energie. Er sieht recht fröhlich aus mit seiner Flöte und seinem Tanz. Mehr als seine Opfer zu leben vermag er zwar nicht, aber man munkelt, er würde auch Krankheit bringen. Roter Teufel spielt in den Mond. Alter, ich muss nicht jetzt schon Cut setzen, oder? Spielt in den Mondscheinnächten seine Laute im tanzenden Rausch. Er liebt den Alkohol und seine Haut glüht stets rot. Höherrangiger als der grüne Teufel, aber durchtrennt man die Saiten seiner Laute, verschwindet er. Toter Fisch. Die kenne ich. Die gibt's tatsächlich auch bei uns in der Region manchmal. Die Geister von Frauen, die sich dem Meer hingaben, werden zu toten Fischen. Diese Dämonen bewandern den nächtlichen Strand im Geisterkleid. Sie sehen zwar aus wie Goldfische, aber nutzen ihre großen Rückenflossen zum Fliegen. Hä? Werbeanruf? Ah. Und ich hoffe, man hat das jetzt nicht gehört im Video. Naja. Weiter. Er schlägt des Nachts seine Trommel im Erdinnern unter schlafenden Opfern, um ihnen Angst und Schrecken einzujagen. Der gelbe Teufel hat blasse Haut und ihm werden oft unerklärliche Krankheiten zugeschrieben. Blauer Teufel! Hört man unbekannte Stimmen und Geräusche aus dem Nichts, ist es meist Einbildung. Aber kommt die Stimme von oben, ist es womöglich ein blauer Teufel. Mit dem Drachen am Rücken wirft er fliegend Beleidigungen und Dreck auf seine Opfer. Mit dem kann ich mich irgendwie identifizieren. Ich mag den. Wacker, ich hasse dieses Artwork immer noch so sehr, Alter. Der mysteriöse junge Mann, der Orochis Siegel in der Mondhöhle überwacht. Er bezeichnet sich als Tao-Meister und provoziert Amaterasu mit den lieblichen Tönen seiner Flöte. Zweite Seite. Hier merkt man, es kommen hier auch einige Spoiler vor, die in der eigentlichen Dämonenrolle nicht sind. Er ist ein Mitglied vom Stamm des Mondes, der die dämonengefüllte Arche der Yamato erst zur göttlichen Ebene und dann zur Erde brachte. Von Schuldgefühlen geplagt hat er auch schon zuvor an Amaterasus Seite gekämpft. Knospenoger. Eine von dunklen Energien in einen Dämon verwandelte Blasenkirsche. Kommt ein Wanderer vorbei, zeigt der Knospenoger plötzlich seine wahre Gestalt und greift mit seinen roten Beeren an. Die Spinnenkönigin. Hi Bildschirm, danke, dass du wieder da bist. Die seit alters her in den Tsuta-Ruinen lauernde Spinnenkönigin greift ihre Beute mit 8 langen Beinen an und absorbiert sie in ihrem Körper. Wie andere Spinnendämonen hat auch sie das Gesicht einer Frau. Das haben die anderen Spinnendämonen auch? Seit wann das? Den Button. Jedoch fehlen ihrem menschlichen Gesicht die Augen. Stattdessen sind ihre 8 Augen in ihrem Körper verborgen. Überlebende behaupten, diese Augen auszustechen habe ihnen die Flucht ermöglicht. Schlossmonster. Dieser zyklopenähnliche Dämon erscheint als Schloss auf wichtigen Türen und verhindert den Fortschritt Amaterasus. Das Schloss lässt sich nur öffnen, indem man dessen Auge mit einem Exorzismuspfeil durchsticht.
Ja. Chimäre. Dieser Dämon überrascht Opfer, indem er sich als Kessel tarnt. Alles klar. Man sagt, die Chimäre entspringe den Bösen in Menschenseelen. Sie tarnt sich gleich nach ihren Missetaten erneut, sodass sie schwer aufzuspüren ist. Der schwarze Teufel. Der hochrangigste der Teufel ist pechschwarz und trägt die bleichen Schädel seiner Opfer. Man sagt, selbst ihn zu malen, geschweige denn ihn zu erblicken, würde schon genügen, um unschuldigen Seelen Unheil zu bringen. Krähen-Tengu. Dieses Artwork ist auch toll. Das Bedauern von Kriegern, die starben, ohne die Schwertkunst zu meistern, hat Krähen zu Krähen-Tengu verwandelt. Sie können einen geworfenen Fächer in der Luft zweiteilen. Nur Ebenbürtige vermögen, ihnen zu entkommen. Feuerauge, oh Gott, die Räder. Wenn man tief in der Nacht ein Inferno-gleiches Geräusch hört, kann es sein, dass ein Feuerauge im Anmarsch ist. Der Legende nach bringt der Anblick dieses Dämons die Augen zum Sieden. Als eine ständig lästernde Frau von einem Ochsenwagen überrollt wurde, entstand dieser Dämon. Gleich wie schrecklich erscheint, man darf nicht schreien, denn jeder, der in seiner Nähe den Mund öffnet, erfriert sofort. Das war irgendwie in den Kämpfen aber anders, da haben wir doch bestimmt auch mal irgendwann Mund geöffnet. Jetzt die Hundekrieger, Tai. Die 8 Hundekrieger sind treue Diener des Hauses Atomi und jeder von ihnen trägt eine der legendären Schatzkugeln. Mit Tai als ihrem Anführer kämpfen sie leidenschaftlich für Loyalität und Gerechtigkeit. Allerdings sind sie letztendlich doch nur Hunde und bereiten Prinzessin Fuse oft Sorgen, wenn sie nicht von ihren Spaziergängen heimkehren oder mit hungrigen Magen nicht auf sie hören wollen. Selber Text anscheinend für alle. Ja, aber für die hier. Hundekrieger Gi bzw. Take. Einer der 8 Hundekrieger und Tais geliebter Hund. Take blieb in der Sasa-Zuflucht, um einen Dämonenangriff zu verhindern, statt zum Windschrein zurückzukehren. Laut Spatzenclan ist er genauso kindisch wie Tai. Kokaris bester Freund, Ume bzw. Jin. Ursprünglich vom Hause Satomi war Ume als einer der 8 Hundekrieger dafür verantwortlich, den Windschrein zu bewachen. Apropos, ja, der hatte nur eine Seite. Nachdem sein Leben von Kokari gerettet wurde, hat sich Ume als Zeichen des Dankes dem Jungen gewidmet. Er ist ein tapferer Hund, dessen Mut nie wankt, selbst als er Kokari vor der Spinnenkönigin beschützte. Und Chu bzw. Hayabusa. Ach, der ist mit Pikachu verwandt, oder? Hahaha. Mushis treuer Hund und sein absolut engster Freund. Tatsächlich ist er der zweite Hayabusa. Der erste Hayabusa ließ an der Seite von Mushis Vater sein Leben gegen einen Dämon. Dieser Hayabusa, einer der 8 Hundekrieger, war zufällig Zeuge der Tragödie. Der erste Hayabusa bat ihn mit seinem letzten Atemzug an Mushis Seite zu bleiben und ihn vor sicherlich kommenden Übel zu beschützen. Rothelm, der zweite Boss. Ein großer Dämon, der seit einem Jahrhundert gegen die Beschützer des Windschreins kämpft. Sein in roter Rüstung gehüllter Körper brennt mit einer gewaltigen inneren Flamme. Da kam ja jetzt viel zwischen den Bossen. Orochis Artwork halt wieder, ja gut. Orochi, die große Schlange, die vor 100 Jahren von Nagi und Shiranui besiegt wurde. Jeder der 8 Köpfe besitzt eine Elementarkraft und die Glocke am Rücken soll die Seelen von Menschenopfern manipulieren. Orochi wurde von Nagi und seinen Kameraden in der Mondhöhle versiegelt. Als das Schwert Tsukuyomi von seinem Platz entfernt wurde, erlangte Orochi seine Kräfte zurück und brach erneut frei, um das Land zu terrorisieren, bis wir ihm auf die Schnauze gegeben haben. Kopfloser Wächter. Eine Schutzstatue, die zum Dämon wurde, als Vandalen ihr den Kopf abtrennten. Auf der Suche nach ihrem Kopf klopft sie an Türen und schreit: Gebt mir meinen Kopf zurück! Gebt ihn zurück oder ich nehme mir eure! Alles klar. Glockenwächter. Eine Schutzstatue, die durch die Seele eines Mönchs zum Dämon wurde, den man für seinen Hass auf die Glocken seines Tempels köpfte. Was? Was ist denn das für... Darf ich das hinterfragen? Ich verstehe die Logik dahinter nicht ganz.
Ist das in der Welt so? Wenn man keine Glocken mag, dann ist es da anscheinend was ganz Schlimmes. Hört man eine Glocke aus dem Untergrund, ist das ein Zeichen, dass er sich seinem nächsten Opfer nähert. Oh yay, endlich mehr Räder. Ja, das waren wohl meine Lieblingsgegner in dem Spiel. Das Schicksal eines Menschen, der zu stur war, um auf den Rat anderer zu hören. Selbst im Tod beherzigt dieses Ohr kein Rat und gute Ratschläge werden in seiner Gegenwart zu grollendem Donner. Windnase. Dieses Radmonster war ein Tengu, der den Wind kontrollieren konnte. Seine Winde können nicht nur Menschen, sondern auch Häuser hinwegfegen. Es braucht ein Tengu-gleiches Tempo, um dieses Monster zu besiegen. Ah, die Banditenspinne. Die Banditenspinne ist ein riesiger Dämon, der Menschen austrickst und bestiehlt, um sich dann tief im Untergrund zu verstecken. Wer seinen Bau entdeckt, wird angeblich einen riesigen Schatz vorfinden. Okay, so riesig waren die Schätze von denen jetzt irgendwie nicht so. Ubume. Die Ubume repräsentieren den Gram von Frauen, die ihr Leben durch die Klinge eines Samurais verloren. Ihre Schirme parieren selbst die Schwerter der geschicktesten Schwertkämpfer und ihre Konter sind tödlich. Irgendwie haben diese Dämonen alle komplett behinderte Background-Stories. Kommt mir zumindest so vor. Saburo erscheint gemeinsam mit Jiro an Stränden und schikaniert Fischer. Man sieht sie oft im Sandgraben. Angeblich glaubt sie, dass sie, wenn sie auf Wasser stößt, auf ewig mit Jiro zusammen sein wird. Jiro und Sabura waren einst Liebhaber, deren Eltern ihnen die Heirat untersagten, worauf sie sich ins Meer stürzten. So viel zu den behinderten Backstories. Jiro bewirft jeden, der sich nähert, mit Seeigeln! Im Versuch, Saburo zu beschützen. What the fuck? Ichiro. Dieser haiförmige Dämon ist in Wahrheit eine Kombination von Jiro und Saburo. Er sucht nach Fischerbooten, steigt aus den Tiefen auf und springt in die Luft, um sein Ziel mit großer Wucht zu versenken. Ich finde das Artwork irgendwie komisch, muss ich sagen. Feueruntergangsspiegel. Dieser Spiegel hat die Seele seines Besitzers aufgenommen, der stets von einer alles verzehrenden Wut erfüllt war. Sieht man im Spiegel sein Gesicht verzerrt vor Wut, ist es vielleicht das Werk dieses Dämons. Dieser Spiegel gehörte einer für ihre kühle Schönheit bekannte Schauspielerin und er nahm ihr konstantes Verlangen nach ewiger Schönheit auf. Sieht man ihr Antlitz im Spiegel, nimmt sie einem das Leben. Ah ja, das hat mich irgendwie so steinalt behindert, wie heißt das, irgend so ein behindertes Ritual, das angeblich funktionieren soll. Ich glaube Bloody Mary, genau. Dieser Spiegeldämon zeigt das Gesicht eines alten Mannes und bringt mit Stoßwinden die Räume von Zeitverschwendern durcheinander. Einige sagen, der Winduntergangsspiegel ist in Wahrheit kein Dämon, sondern ein Schutzgeist, der Faulenzer tadelt. Aha! Dasselbe noch für Donner, der Lieblingsspiegel eines Schauspielers, der zum Schutzgeist wurde. Später machte ihn ein seltsamer Blitz zum Dämon. Er lässt Blitze auf schlechte Schauspieler herabregnen. Was sind das für Beschreibungen? Und verschwindet nur, wenn man unbeirrt das schlechte Schauspiel fortsetzt. What the fuck? Pesthauch. Obwohl dieser Dämon von unzähligen Schwertern durchbohrter... gefallener Krieger erscheint, ist die wahre Identität von Pesthauch das Schwert Goldnagel, das er in seinem Panzerhandschuh hält. Dieses Schwert durchlebte unzählige Kämpfe und saugte das Blut vieler Krieger auf, bis es von dunklen Kräften besessen wurde. Diese gaben ihm Form und die Fähigkeit, Krankheit in der Umgebung zu verteilen. Hier machen wir ganz schnell weiter. Böse Rao. Neunschwanz in der Form von Priesterin Rao. Nachdem er die... Er? Also die sind sich da auch nie einig. Manchmal im Spiel wird's als er, manchmal als sie bezeichnet. Nachdem sie die echte Rao täuschte und dann ermordete, nahm sie ihre Form an, um die Stadt zu infiltrieren und die dämonische Waffe Fuchsstab zu finden. Nee, sorry. Fuchsstab zu finden. Sorry, wie konnte ich das nur falsch lesen?
Oder ach nein, nein! Das ist im Internetbrowser, das ist ein Fuchstab. Ach so! Also, das ist mit Abstand die schlechtest geschriebene Beschreibung. Oh, Final Boss Musik! Ja. Dieser Dämon trägt eine Metallmaske und schwenkt riesige Knüppel. Seine rote Haut jagt seinen Gegnern Angst ein, aber der rote Oger ist schüchtern. Nimmt man ihm die Maske vom Gesicht ab, flieht er mit noch roterem Gesicht. Die warten auch auf ein Halo 3 Release, glaube ich. Ha, ha, ha. Ein Dämon in Form einer Schutzstatue, umgeben von hellem Licht. Sein Ziel sind Gläubige, die vor ihm auf die Knie gingen, da sie ihn für göttlich halten. Wenn ihnen auffällt, dass der Statue der Kopf fehlt, ist es schon zu spät. Aha, wieder gute Background-Stories am Start. Oh Gott, ich find's toll, wie immer die Wasserdrachen so 8 Kilometer auf dem Bild für sich in Anspruch nehmen. Henkerwächter. Dieser Dämon greift Menschen mit seinem eigenen Kopf an. Er ist der böseste der Schutzstatuen-Dämonen. Legende nach besiegte ihn ein Priester, indem er seinen Kopf mit spiritueller Macht zurückwarf. Der blaue Zyklop. Der glatzköpfige blaue Zyklop ist gigantisch und eindrucksvoll. Er fliegt mit seiner Pfeife im Mund umher. Und wagt man es, seine Pfeife zu löschen, macht es ihn so wütend, dass er Blitze auf einen wirft. Die Stabfüchse. Diese fuchsähnlichen Hanku genannten Dämonen, was wahrscheinlich der englische Name ist. Mit besonderen Kräften gehorchen nur mächtigen Magiern. Gut eingesetzt bringen sie Glück. Bei Fehleinsatz aber verursachen sie Krankheit und schlechte Ernte. Blauer Oger. Ähnlich furchteinflößend wie der rote Oger, trägt der blaue Oger 2 gigantische Sicheln. Eine berühmte Legende erzählt, mach die Musik weiter! Wie ein blauer Oger sich unterwarf, nachdem er von einem Blitz getroffen wurde. Wasserdrache. Die Oni-Insel tauchte vor einem Monat plötzlich auf und ließ Dämonen auf den Drachenpalast los. Der Wasserdrache vernichtete die Dämonen mit Leichtigkeit, was ihren Anführer neuen Schwanz hervorlockte. Willst du jetzt nochmal deinen ganzen Scheißdialog führen, du dummer Keck? Sie forderte den Wasserdrachen aus, ich bleib bei sie, passt, finde ich, besser. Und spielte mit ihm, als wäre er ein Neugeborenes. Der Wasserdrache erlitt tiefe Wunden, wodurch er sich selbst verlor und in gewalttätige Raserei fiel. Neunschwanz. Der Dämonenanführer bzw. die Dämonenanführerin der Oni-Insel kämpft mit himmlischen wie dämonischen Kräften, um ihre Gegner zur Verzweiflung zu treiben. Man sagt, Fuchsdämonen gewinnen im Alter Kräfte hinzu, aber Neunschwanz ist ohnegleichen. Oki, als die Gipfel von Ezo Fuji von Dämonen eingenommen wurden, nahm Oki das Schwert Kuton. Die haben wirklich nur die englischen Namen hier überall genommen. Sein Gerechtigkeitssinn ist ausgeprägt und er glaubt, dass nur er sein geliebtes Land und Volk mit dem Schwert in der Hand beschützen kann. Laut einer Prophezeiung der Oina wird der Weg zum Himmel offenbart, wenn Kuton mit blauem Licht glüht. War irgendwann im Spiel vom Blau die Rede? Ich glaub nicht. Obwohl es schon viele Dämonen besiegt hat, glüht das Schwert immer noch nicht. Vielleicht wartet es auf etwas? Lehmsoldat. Diese Tonfigur ist vom wütenden Geist eines Soldaten besessen, der zum Selbstmord gezwungen wurde, um seinen gefallenen Herren zu ehren. Zertrümmert man die Figur, befreit man den Geist und lässt ihn endlich in ewigen Frieden ruhen. Lehmsamurai. Eine Tonfigur, die vom Geist eines Soldaten mit Kampfeslust besessen ist. Man muss seine Waffe zerstören, um seinem Blutdurst ein Ende zu setzen und seiner bedauerlichen Kampfessehnsucht selbst nach dem Tod. Lehmtrommler. Die von Orochi freigesetzten dunklen Energien haben diese Tonfigur in einen gewalttätigen Dämon verwandelt. Er vergräbt sich und verwirrt alle, die sehen, wie sich die Erde bewegt. Wie andere Tonfiguren muss man ihn zertrümmern. Lehmflieger. Orochis dunkle Energien infizierten diese Tonfiguren, verwandelten sie in einen Dämon.
der mit einem Drachen auf dem Rücken durch die Luft fliegt. Er lässt glühende Energiekugeln auf seine ahnungslosen Opfer fallen. Leben Shogun. Der Geist eines tapferen Shoguns wurde durch Orochi verdreht und in einer Tonfigur eingesperrt. Seine Tage der Zerstörung liegen hinter ihm, aber seine Gefolgschaft aus Tonfiguren ist die Beweis seiner Führungsstärke. Dogu. Ein angeblich vom Mond stammender Dämon. Legenden erzählen davon, wie einer von ihnen Dörfer überfiel, nur um dann von einem Clan mit Kraft, Liebe und Mut besiegt zu werden, der selbst von Dörflern verfolgt wurde. Poltergeist. Dieser Dämon ist dabei drei sichelschwingende Wiesel, die im Kreis angreifen. Sie rollen so schnell, dass man ihnen nicht folgen kann. Wenn man einen Tornado, Orkan oder Feuerwirbel sieht, könnte es ein Poltergeist sein. Es sind fucking Wiesel. Dein Ernst? Igluschildkröte. Eine Schneehütte, die durch Orochis Kraft zum Dämon wurde. Verlorenen Reisenden, die in ihm Zuflucht suchen, bietet er keinen Schutz. Und wenn diese ihren Irrtum bemerken, gibt es bereits kein Entkommen mehr und sie erfrieren. Das Spinnenviech da hat keinen Eintrag? Ach so. Bullenteufel. Als Höllenwächter übersieht der Bullenteufel die Folter der Seelen, die sich in seinem Reich wiederfinden. Obwohl er wie eine riesige Spinne aussieht, hat sein Kopf die Form eines Bullen. Nagi. Okay, wir sind schon recht weit, habe ich das Gefühl. Der Vorfahre Susanus war ebenfalls faul. Allerdings nahm er das legendäre Schwert Tsukuyomi an sich und trainierte hart für seine Konfrontation mit Orochi, was ihn etwas verlässlicher machte als Susano. Namahage. Dieser Dämon taucht in Schneegebieten auf. Er läuft laut schreiend herum auf der Suche nach harten Arbeitern. Vor einem Namahage sollte man sich so faul wie möglich geben. So denkt er, man wäre einer der Seinen. Ah ja. Klingen-Namahage. Dieser Namahage trägt ein großes Messer, mit dem er hektisch herumläuft und nach harten Arbeitern sucht. Trotz seines wilden Aussehens ergreift er angeblich die Flucht, wenn ihm jemand das Messer wegnimmt. Eimer-Namahage. Dieser Dämon versteckt sich im Schnee und fängt vorbeikommende harte Arbeiter mit seinem Eimer. Klatscht man in die Hände, bevor man über sein Versteck schreitet. Sieht er einen nicht? What? Und man entgeht seiner Falle. Regenschirm-Namahage. Dieser Namahage fliegt mit seinem Papierschirm in windigen, verschneiten Nächten, ruft sein Ziel aber, was für ein harter Arbeiter du bist, wie du in dieser windigen Nacht durch die Luft fliegst, verwirrt ihn das und er verschwindet. Das sind die seltsamsten bisher. Ein komischer Namahage, dessen Ziel die Feigen und Kleinlauten sind. Er erscheint vor ihnen und ruft, ich bin hier, um deine Feigheit zu schelten, was seine Opfer überrascht und ihnen Mut einflößt. Eigentlich recht nett von ihm. Was? Wahrer Orochi. Irgendwie ist das Adok vom normalen Orochi einfach deutlich eindrucksvoller. Die wahre Form des Monsters, das ist das Dorf Namiki. Vor 100 Jahren bedrohte, ist so groß wie sein Namensvetter. Ein Gipfel mit geladener spiritueller Energie. Die goldene Aura um ihn lässt jeglichen Angriff abprallen. Indem er sich als Jungfernopfer tarnte, gelang es dem Helden Nagi, Orochi mit seinem krassen Alk zu berauschen. Als der Alk Orochi seine Kräfte genommen hatte, schnitt ihm Nagi jeden seiner Köpfe ab. Also, eins muss man sagen, die Übersetzungen hier in der Dämonenschriftrolle sind nicht gut. Großer Tengu, ein Mönch, der in den Bergen trainierte, verlor jeden Sinn seiner selbst und wurde zum Dämon. Gewöhnliche Kräfte sind gegen ihn machtlos, aber bespritzt man ihn mit Wasser, erinnert er sich an das Training und er zögert. Dasselbe. Die Zwillingsdämon, Silberdämon Nechku. Dieser Dämon ist einer der zwei, die auf Ezofuji erschienen.
in der weit nördlichen Region von Kamui. Er ist bei den Oina so verschmäht, dass es verboten ist, auch nur seinen Namen in den Mund zu nehmen. Golddämon Lechku. Nechkus andere Hälfte ist nach seinem goldenen Körper benannt. Viele versuchen, die Bedeutung der Namen zu ergründen. Überzeugt, sie zu kombinieren, würde diese zutage bringen, Reisende der Zeit und Zahnräder des Monds sind mögliche Interpretationen. Hier ist die Eiche noch ganz dick. Noch mehr Platz findet ihr nicht. Aber wir sind dann offensichtlich schon am Ende der Dämonenschriftrolle, so ziemlich. Denn hier ist Yami. Es gibt nur wenige Dokumente über den Herrn der Finsternis. Und man weiß nicht viel über ihn. Ein Eintrag nennt ihn nur das, was alles zerstört. Und beschreibt einen langen Kampf zwischen ihm und der Sonnengöttin. Im Gegensatz zu anderen Dämonen wurde der Herr der Finsternis nie als Mensch, Tier oder anderweitig dargestellt, sodass seine wahre Form Geheimnis umwoben ist. Ein Goldfisch. Lediglich eine Rolle zeigt ihn als eine Kugel mit unheimlichen eingravierten Mustern. Legenden von Göttern und Dämonen beschreiben meist ihre Interessen und Charaktereigenschaften. Aber für den Herrn der Finsternis existiert keine derartige Legende. Sein undefinierbares Aussehen gibt keine Anhaltspunkte für seine Absichten. Die vom göttlichen Gesandten Issun gemalte Bilderrolle zeigt den Herrn der Finsternis als weit geöffnete Hand. Er nahm diese Form an, als er von der Sonnengöttin in die Enge getrieben wurde. Das Ende jenes epischen Kampfes wurde leider nie aufgezeichnet. Gen, der führende Experte für mechanische Geräte in Nippon, schrieb: Der Herr der Finsternis ist der Vorfahre aller mechanischen Geräte. Das erklärt vielleicht den Unterschied zwischen dem Herrn der Finsternis und anderen Dämonen. Ein bisschen was zu Yami, aber nicht wirklich was Neues. Hier sehen wir es auch nochmal. Die Handform. Und hast du nicht gesagt, dass ich für den Abschnitt mit Abstand am längsten brauchen werde von den Geschenken? Ich glaube, das war der zweitkürzeste. Na, das mache ich jetzt nicht mehr. Ja, das war dann auch... kann ich den Zoom wechseln? So, mit dem Stick steht da. Ach so, aber ich kann nur reinzoomen. Das ist toll. Ja, das war's dann mit diesem Abschnitt, mit der Dämonenbilderrolle von Okami HD und damit auch endgültig mit dem gesamten Let's Play. Es war auf jeden Fall... Sekunde. Es war auf jeden Fall ein interessantes Game. Wirklich mal was Neues. Also das muss ich lassen. Ich hab noch nie vorher etwas mit Okami Vergleichbares erlebt. Über die Dämonenschriftrolle kann man jetzt sagen, was man will. Kunsttechnisch war sie schön gestaltet. Übersetzungstechnisch war sie Bullshit. Und ja, damit ist Okami HD endgültig zu Ende. Vielleicht wird es eines Tages einen Reloaded von diesem Let's Play geben. Vielleicht wird auch irgendwann Okami 2 erscheinen. Die Entwickler scheinen dem Ganzen nicht abgeneigt zu sein. Und sollte Okami 2 herauskommen, werde ich auf jeden Fall zur Stelle sein und wir werden das Spiel gemeinsam zocken. Also, das war's mit diesem doch sehr lang anhaltenden Projekt. Ich überlege gerade, wie viele Projekte auf meinem Kanal gab es, die länger waren als Okami. Okami hatte jetzt, glaube ich, rund 65 Folgen oder sowas. Und ich weiß nicht, ob Mario Odyssey daran kommt. Aber ich glaube ansonsten, wenn man Smash Bros. Nicht mitzählt, nichts. Okami HD war wohl eines der längsten Let's Plays, die es auf meinem Kanal überhaupt gab. Und ich bin doch sehr zufrieden damit, dieses Let's Play gestartet zu haben. Also,
Wir sehen uns hoffentlich bei einem anderen Let's Play wieder. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und oder ein Abo da. Bis bald und ciao.